Auto ist jetzt vorbei. Guter Harry kommt jetzt durch die Sachen. Alles klar. Meines an. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mit Paul wieder unterwegs im Harz bei einem extrem heißen Hotel. Wir sehen uns gleich wieder drin. Ich würde sagen, das ist eine spannende Story. Es wird langsam dunkel, wir dürfen darin kein Licht anmachen, weil hier wirklich überall Häuser sind. Leute, da zum Beispiel ist auch ein Haus. Man sieht es ganz leicht. Und mit einem Haus hier, an diesem mit Holzbeschlag, vorbei. Da. What the fuck. Und wie gesagt, man sieht es auch. Ganz deutlich sieht man das von außen und die Anspannung ist wirklich wieder auf einem Level. Das ist schon irgendwie. Hier auf jeden Fall fängt der an, die ganze Gedanken vor und vor zu bringen. Hier geht es auf jeden Fall rein. Ja, man muss hier so ein bisschen dran vorbei rüberspringen, am besten nicht in diese Lache fallen. So, ihr habt ja gerade schon gesehen, wie wir jetzt hier reingegangen sind. Wir sind jetzt direkt hier im Poolbereich gelandet. Ich kann hier wirklich eigentlich überhaupt kein Licht machen. Hier ist gerade noch so eine Sache, wo es halbwegs möglich ist, weil ja, wir sitzen eigentlich in einem verdammten Glaskasten mitten in der Wohnsiedlung mal wieder. Ihr habt eben auch schon auf dem Weg gesehen, alles hier voll mit Wohnhäusern. Also es ist eigentlich genauso bescheuert wie die andere Geschichte. Ja, das ist jetzt vielleicht 20 Minuten Zeitunterschied. Paul und ich müssen immer noch kacken. Und wir haben immer noch extrem viel Schiss seit gestern Abend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, die hatte Pauli eben entdeckt, das ist eine Postkarte von diesem Hotel im Winter, jedoch noch mit einem ganz anderen Namen, sprich, das hat in dieser Zeit nochmal den Besitzer gewechselt. Trotzdem werde ich den Namen auch pixeln, weil man das trotzdem erkennen kann. Naja, wir haben keinen Winter, also wir haben Winter, aber es sieht noch eher aus wie Herbst. Aber ich werde jetzt diese Postkarte da hinlegen, wo sie lag. Und wenn wir hier nochmal schauen, haben wir hier die Bibel, bzw. das Neue Testament. Da vorne sind damit irgendwelche Hocker abgestützt. Sehr, sehr komisch. Da ist nochmal der Paul. Ja, der Pool ist wirklich ziemlich groß. Ich glaube, diese weißen Stäbe dort, da konnte man solche Kugeln befestigen, womit die Gäste dann hier früher im Pool ihre Bahnen gezogen haben. Oh, das ist aber ein sehr schönes Bild. Und das hier ist, ich weiß gar nicht, ist das das Teil, was man damals in den Pool reingestellt hat, um den Poolboden zu säubern? Oder einfach hier generell, um die Fliesen hier im gesamten Bereich zu säubern? Nobody knows, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mit dem Paul erstmal rüber in den Hotelbereich normal. Gehen wir nun weiter in den Hotelbereich. Hier noch eine Dusche, was steht dann? Die Dusche schaltet sich automatisch ab. Hier haben wir eine Umkleidekabine. Mit einer Capri-Sonne. Da hieß es noch Capri-Sonne und nicht Capri-Sun. Mein Gott. Hier ist irgendwie so eine Garderobe. Und wie gesagt, nein, wir filmen hier beide gleichzeitig, weil wir nicht besonders viel Zeit haben und es eben zu heiß ist. Deswegen könnte es sein, dass man zwischendurch auch mal den Harry ein bisschen reden hört. Aber verzeiht mir das an der Stelle. Hier hängt auf jeden Fall ein schwarzer Falter. Dort an der Decke. Hier ist dieses Scheißhaus, uralt. Das ist ein 70er-Jahre-Klo. Okay, wartet, Leute. Das muss reichen als Lampe. Wenn ich sonst von außen so wichtig ist, man sieht ja noch so ein bisschen was. Guck mal hier, diesen geraden langen Gang lang.
Ich kann wirklich leider nicht mehr Licht machen. Es tut mir auch unfassbar leid, aber es ist halt so verdammt einsichtig mal wieder. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sessel in diesem langen Gang. Und noch zwei Beistelltischchen. Ach, die habe ich so gar nicht gezeigt. Das Hotel hat auch den Codenamen, das Hotel der Sieben Zwerge. Eben wegen diesen 7 Sesseln dort. Hier haben wir nochmal so eine 70er, 80er Jahre Bad. Und ein leeres Zimmer. Also hier hat man vermutlich entweder mal mit Renovieren angefangen oder erst probiert. Gehen wir mal nach hier. Wieder mal ein Zimmerchen. Da kann ich nur nicht leuchten. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir Saunabadregeln. Ist hier eine Sauna? Oh Leute, hier ist eine Sauna. Und mit einem Aufgussbecher. Alter. Kronen sind auch noch da. Hier ist noch die Sanduhr, wie lange man saunieren wollte. Ah, eine Lampe, ich glaube ein Heizlüfter. Ich habe keine Ahnung von Saunen. Bin selten in der Sauna. Aber wie gesagt, hier nochmal ein Aufgussbecher. Vielleicht sind da sogar noch Aufgussreste dort. Aber, wie man auch dort erkennen kann, schimmelt diese Sauna. Hast du dich erschreckt? Ja, tatsächlich. Hier ist eine... Ja, das ist hier so ein... Eine Spannungsliege und hier ist eine Massage. Wenn wir dann nochmal nach hier gehen, haben wir hier ein Solarium. So ein Solarium und hier irgendwie wie in so einer Reha so eine türkise Behandlungsliege. Hier ist die Philips Hauttypen-Tabelle. Hellhäutiger Europäer, dunkelhäutiger Europäer, mittelmeerischer Typ. Mittelöstlicher Typ, Indianer, Neger, Nubier. Ich glaube, diese Tabelle ist alt, weil ich denke mal, dass man heutzutage nicht Neger sagt. Aber, hier sieht man es nochmal. SSK Strahlenschutzkommission April 90. Aber hier das Solarium, Strom an und dann nochmal eine Runde ins Solarium. Und hier oben haben wir nochmal ein uraltes Bild. So sah man dann vermutlich aus, wenn man hier rausgekommen ist. Auch wenn die gute Dame dort mit Öl eingefettet ist. Ist nicht gesund für die Haut. Legt euch bloß nicht mit Öl auf den Körper in die Sonne. Genauso wie die hier. Oder sie war in dem überhaupt nicht nach Photoshop aussehenden Bild mehr. Aber Photoshop gab es da glaube ich noch nicht. Aber hier, es ist auf jeden Fall nicht vor der Eurozeit verlassen worden. Weil hier musste man einen Euro einwerfen. Bumm. Ich warte den ersten Schritt nach vorne. Gehen wir mal hier diese steinige Treppe hoch. Was ist das? Marmor oder so? Und vor mir türmt sich ein kleiner Saal auf. Oh, das. Wieso steht da Wäsche? Das ist ein Wäscheständer. Warum ist hier ein Wäscheständer? Okay. Hier steht ein Kasten Bier. Warte mal. Ihr könnt ihr gar nicht sehen, aber 30.01.11. Entwarnung. Trotzdem finde ich die Wäsche strange. Gehe ich mal zu der Wäsche hier. Ach, die riecht gammelig, okay. Entwarnung. Ah. Man hat der ganzen. What the fuck? Stühle hier, würde ich sagen, dass es eventuell hier mal auch eine Auktion gegeben hat. Ein Flohmarkt quasi, dass man diese ganzen Stühle, Wäsche, und diese Stühle dort erwerben konnte. Und hier, nochmal ganz interessant zu sehen, ich muss aufpassen mit dem Haus da, aber jetzt muss man in einen Lounge-Bereich. Das ist ja mal gemütlich. Und dann gehen wir mal nach hier vorne, mal schauen, was wir hier finden. Oh, warte mal Leute, seht ihr das? Das ist ein Lichtschalter. Knistert es nur. Sollte ich das eventuell lassen? Wieso geht der Lichtschalter hier noch? What the fuck? Das ist übel strange. Egal. Genug des Guten. Nicht, dass ich hier einen Brand verursacht habe. Hoffen wir es mal nicht. Puh. Links scheint sich Paul zu bewegen. Dann gehen wir lieber erstmal nach hier.
zu einer weiteren Glasfront, wie wir sie unten schon vorgefunden haben. Nur hier stehen dafür leider keine 7 Sessel, sondern hier hängt die Tapete runter. Schwarzer Schimmel und wir haben natürlich keine Masken auf. Eine alte Brieftasche. Und hier stehen nur 3 Stühle und ein Sessel. Und was ist das, Leute? Ein Tronic-Trafo. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Ah, da unten steht's. Elektronischer Trafo für NV-Halogenlampen. Kurzschlussfest, leerlaufsicher, automatische Leistungsrückregelung bei Übertemperatur. Was? Dimmer mit Berkatronic Dimmer. Interessant. Wusste ich auch noch nicht, dass es sowas gibt. Sprich, dann sind diese Lampen hier natürlich noch kein LED, sondern irgendwie mit Halogen betrieben. Dann gehen wir hier mal in ein Zimmer. Das ist wieder sehr entspannt. Oh mein Gott. Hier liegt so eine schöne, gemütliche, flauschige Wolldecke. So eine hat meine Omi auch. Das ist auf jeden Fall sehr 70er Jahre lastig, das Hotel. Ja, ich kann euch dazu noch mal was erzählen. Genau, ich kann euch irgendwie was dazu erzählen. Das Ganze ist bei Google Maps noch als in Nutzen eingetragen. Der Name steht hier noch. Jedoch ist die letzte Rezension, ich glaube von 2007, von Gästen. Die haben hier ein Zimmer gebucht, standen dann jedoch vor verschlossenen Türen. Und sowas findet man auf Google und auf Holiday Check von diesem Hotel sehr, sehr viel. Schon komisch. Vermutlich wird das Ganze einfach fluchtartig verlassen, aber keiner weiß wieso. Vielleicht sitzen die Eigentümer im Knast. Das gibt es in diesem Ort nämlich bei 2 anderen Hotels auch, dass die Eigentümer wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis sitzen. Weil, wenn das Ganze tatsächlich 2007 geschlossen wurde, da gab es ja die Wirtschaftskrise. Und gerade hier im Harz haben wir sehr, sehr viele Hotels darunter gelitten. Weshalb es im Harz halt diesen extrem Lost Place Tourismus gibt, gerade was die Hotels angeht. Also die Einrichtung ist sehr, sehr 70er Jahre lastig. Hier ist die schiefe Lampe von Pisa. Dann schauen wir mal, da rechts, wo der Paul gerade war, was es da gibt. So, da war der Paul gerade eben, hier in dieser Küche. Okay, mal schauen. Das ist auch eine kleine Küche für so ein Hotel. Wer weiß, wie der fast auch eine Privatküche. Da hinten steht auf jeden Fall noch eine Kaffeemaschine. Und ein Wasserkocher. Hinten im Schrank, kann man glaube ich nicht sehen, steht noch der gute Cappuccino. Hier oben noch Kaffeefilter. Ja, das sind solche typischen Hotel-Porzellan-Bestecksachen. Finde ich zumindest. Dann gehen wir nach hier. Ey, what the fuck? Wieso blinkt der Ofen? Leute. Hört ihr das? Hört ihr das? Alter. Machen wir das Ding mal ganz schnell wieder aus. Weil sowas ist sehr, sehr gefährlich. Wieso läuft der Ofen in einem verdammten Lost Place noch? Das ist ultra gefährlich. God damn it. Hier noch ein Ceranfeld von Bosch. Aber das geht ja jetzt wohl hoffentlich nicht mehr, ne? Da ist noch ein Ofen. Ah. Ne, das Ceranfeld macht keinen Mucks mehr. Können wir mal schauen hier. Warte, hier stelle ich das Ceranfeld ein. Aber irgendwie kriege ich hier nichts auf die Kette. Können wir hier schauen? Nein, da funktioniert nichts. Was haben wir hier? Hier ist noch Zucker, Reis, Mehl, das Mehl sieht aus wie Reis, da unten noch irgendwas Eingelegtes, dann da sieht man es nicht mehr, da sind Kronkorken, da steht auch wieder Zucker, aber das ist doch Reis, da ist leer und das steht wieder Mehl und das ist aber auch Mehl, aber das ist Reis und kein Zucker, Gottes Willen, ich glaube nicht, dass der Zucker seine Form und seinen Zustand so ändert, dass er aussieht wie Reis, okay. Backzeiten für Resch und Frischgebäck. Laugenbrezel 3 Minuten, Käsebrötchen 4 Minuten und so weiter und so fort. Pizzastange 8 Minuten. Vielleicht war das hier eine Gemeinschaftsküche für die Hotelgäste und das war vielleicht sogar gar kein Hotel mehr, sondern eine Pension. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil sonst kann ich mir nämlich diese Liste hier mit den Backzeiten einfach nicht erklären. Das ist ja
Das hat ja keine private Küche. Und hier steht auch... mal das Licht kurz, Tim. Da steht auch Küche. Aber das ist eine extrem kleine Küche für ein Hotel dieser Größe. Also das gibt mir gerade irgendwie Rätsel auf. Und dann gehen wir mal nach hier. Hier haben wir vermutlich die Rezeption. Genau, hier ist die Rezeption. Hier liegt noch ein alter Zigarillo. Hier sind ein paar Kippen geraucht worden. Irgendwas mit Schlüssel steht hier. Schlüssel hängen tatsächlich keine mehr im Schlüsselbrett, aber anhand der Haken kann man erkennen, das Hotel ist, obwohl es so groß ist, hat es gar nicht so viele Zimmer. So, muss ich das Licht einmal ausmachen. Es tut mir wirklich leid, aber hier haben wir so einen kleinen Essbereich, Esssaal, Speisesaal. Und hier sind auch die Tische gedeckt. Hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, muss ich eventuell nachher in der Nachbereitung noch ein bisschen heller machen. Der Fokus spinnt auch total. Ist nochmal so eine Kuchenvitrine. Und hier ist halt der Tisch gedeckt, aber ihr könnt sehen, da sind überall Nachbarhäuser. Ich stehe quasi schon wieder in einem Glaskasten, weshalb ich hier auch wieder rausgehe und noch einmal hier nach links um die Ecke schaue. Okay, hier haben wir noch ein ganz normales Zimmer. Hier haben wir solche Sitzpolster. Aber da wiederum auch ein Fernseher, der wieder mal steinalt ist. Salora, kenne ich gar nicht die Marke. Und das auch selbst bei der Wirtschaftskrise 2007. Das Ding war einfach mal wieder extrem unmodern, wie so viele Hotels hier im Harz. Und bei der Wirtschaftskrise hatte man natürlich auch kein Geld mehr, das dementsprechend zu sanieren. Weshalb das Ganze dann wahrscheinlich auch mal wieder verlassen wurde. Weil das sieht man in jedem Hotel hier im Harz, dass es unmodern wie sonst was ist. Also in den meisten, die verlassen sind. Bis jetzt habe ich auch noch kein geschlossenes Place-Hotel hier gefunden. Da habe ich jetzt hier nur dumm rumgelabert und habe das hier gar nicht gesehen. Ein verdammt schöner, lichtdurchfluteter Raum mit einer gemütlichen Sitzecke. Liegt hier ein Schinken auf dem Teller? Ne, ist eine zerfletterte Tüte. Sah aus wie ein Schinken, ey. Ja. Oh, dort hing bestimmt mal ein riesiges Gemälde. Was finden wir hier? Ach, eine Waage. Geht die noch? Die Waage geht sogar noch. Die Waage geht noch und sagt, ich wiege 64. Mit Klamotten. Nee, warte, ich wiege so 60, würde ich sagen. Upsala. Hier haben wir ein Einzelbettzimmer mit Fernseher und Balkon. Dem schenken wir aber erstmal keine Aufmerksamkeit. Hier ist ein Gang, hier sind links Fenster. Gerade schauen. Oh nein, da kann man rausgucken. Okay, da hinten, ich zoome mal ein bisschen ran, ist eines der Tore. Ich möchte mich hier nicht zu lang zeigen. Hier liegt ein Kissen und Bettwäsche. Dann gehen wir mal nach hier. Haben wir hier auch wieder ein Zimmer mit Balkon. Warum liegt hier ein Waschbecken? Hier stinkt es übelst nach Kot. Das ist ja ekelhaft. Hui, hui, hui. Oh, hier haben wir noch ein schönes Zimmer. Hier ist es immer ein bisschen heller. Hier hängt die Lampe schon krumm. Okay. Man sieht, hier ist teilweise viel zerwüstet. Dann aber auch wiederum ganz normal schön alles eingerichtet. Und da rechts ist ein Haus. Wir sind uns nicht sicher, ob das verlassen ist. Deshalb zeige ich mich da auch nicht wirklich. Da geradeaus, unter dieser Kette sind wir durch. Und dann hier rechts durchs Gestrüpp bis zu diesem blöden Poolfenster. Wir sind hier so offensichtlich reingegangen vor den Nachbarn, also das war echt schon krank. Hier haben wir einen Sicherungskasten, man kann schauen. Hier sind alle Sicherungen unten, jedoch ist der FI noch drin. Sprich, ich könnte jetzt, wenn ich Lust hätte, zack, alle Sicherungen anmachen und hier die ganze Bude mal wieder belichten. Aber das mache ich natürlich nicht, weil das fällt auf und man möchte ja auch nicht hier den Strom überstrapazieren. Ist ja schließlich kein geschlossenes Place, da muss es nicht sein. Nein, es muss bei keiner Location sein. So, Paul ist schon auf dem Weg nach draußen hier. Da irgendwo läuft er rum. Ich bin hier nochmal im Pool. Wir gehen raus. Heiko ist schon ganz rollig, weil wir nicht kommen. Deshalb muss ich jetzt einmal hier diese doofe Tür verschließen. Bloß nicht in diese
Pampa da reinfallen, weil das ekelhaft ist. Deshalb immer wieder die Orte so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Tür zu. Und rüberhüpft. Zack. Ist auch leicht am Regnen hier. So sieht das Ganze übrigens nochmal von außen aus. Der typische Harzer Baustil. Und dann hier der Pool. So. Das war's auf jeden Fall soweit mit dem Video. Schaut beim Paul vorbei, schaut beim Heiko vorbei. Auf jeden Fall danke immer fürs Aufpassen. Ja, hast du noch was zu sagen, Paul? Ja, abonniert den guten Harry-Code. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt hier schon die 1000 Abos hat. Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, abonniert den guten Jungen mal. Empfehlung vom PJ Adventure.